Peter Neururer 5 Minuten vor Spielbeginn auf dem Weg zu seinen letzten Worten. So Jungs, und wenn wir vorne sind, ins Dribbling kommen, das Dribbling gewonnen haben, schließt ab, egal wer. Butti, fordert die Kugel. Der Weg zum Tor, bedingungslos. Männer, in 2 Minuten geht hier ein Feuerwerk an. Ha? 3 Kaugummis für den Sieg und die Kappe für den Sieg. Premiere für die Kappen, ein schöner Gruß an Kollege Lattek. Der Udo hat die Kappe jetzt schon abgezogen. Im rechten Händchen steckte sie und da blieb sie auch 90 Minuten lang. Die ersten Lacher auf dem Feld gehörten allerdings den Schalkern. Freistoß Ingo Anderbrügge. Kopfball Andreas Müller. Freiräume wie im Training und das bereits nach 9 Minuten. Andreas Müller, der heute statt des gesperrten Schlipper eine Bewährungschance erhielt und sich um Wolfram Wuttke kümmern sollte. Was Schalke kann, können wir schon lange, dachte sich Wuttke 11 Minuten später. Eckball Saarbrücken, der erste. Fuhl im Tiefflug. Und Neururers Saarbrücker Herz pochte zum ersten Mal heftig. Na gut, da das Ding von Müller, da unser. Ein ähnlicher Abwehrfehler wie auf der anderen Seite. Allerdings, er blieb auch ohne Folgen. Was machte eigentlich Eric Wynalda? Sein erster Auftritt nach 25 Minuten. Der Pass von Wolfram Wuttke. Wynalda vorbei an Güttler. Vorbei an Lehmann. 1:0. Ein Schuss der Sonderklasse. Und ein dickes, dickes Lob von Peter Neururer. Der erste vernünftige Spielzug mit einem phänomenalen Abschluss. Typisch Wynalda. Antritt schnell, ballgewandt, den direkten Weg zum Tor suchend. Eric Wynalda und sein drittes Bundesliga-Tor. Zu Hause trifft er halt am besten. Saarbrücken dank Wynalda, dank Wuttke nun auf Erfolgskurs. Eichmann. Wieder Eric Wynalda, der sympathische Amerikaner. Naja, es kann nicht alles klappen. Der letzte Reise. Da kann er nicht jeden reinmachen. Wolfram Wuttke ganz auf die Aufbauarbeit konzentriert. Prima auf Savicev. Und da läuft die Gefahr am Schalker Tor noch einmal vorbei. Kein 6-Tage-Rennen, pfeif ab, abseits! Neururers Scham wurde erhöht. Kurz danach pfiff Schiedsrichter Stenzel zur Pause 1:0. Zweite Halbzeit, Stefan Beckenbauer kam trotz Probleme am Knöchel. Und zwar für Fuhl. Unten der Sohn, oben der Papa. Und unten zunächst Schalke. Ingo Anderbrügge schleicht sich da auf der linken Seite davon. Die 47. Minute, 1:1. Zum ersten Mal konnte er sein ganzes Potenzial entfalten. Es war sein starker linker Fuß in der 47. Minute. Und der Schuss, der passte. Tor Nummer 4 in dieser Saison für Anderbrügge. Und vor ihm hatte Neururer besonders gewarnt. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? 5 Minuten später ein kurzer Gedankenaustausch zwischen Schiedsrichter Stenzel und Wolfram Wuttke. Die Differenz betrug 2 Meter. Also, neuer Versuch. Neuer Anlauf. Und da fehlten nur ganze 10 Zentimeter. Schalke immer dann gefährlich, wenn schnell gespielt wurde. Andreas Müller, einer der besten. Christensen, am Dienstag noch schmerzlich vermisst. Andreas Müller, 2:1 für Schalke, die 58. Minute. Ja, ja, so schnell geht das. Saarbrücken 10 Minuten lang in der Abwehr ohne Ordnung und damit die Arbeit von einer ganzen Stunde dahin. In der Defensive zu zögerlich hier, auch Torwart Brassas zögerlich. Und Andreas Müller
tut dieses Tor gut nach all den frustrierenden Wochen. 5 Minuten später verging Udo Lattek wieder das Schmunzeln. 10 Meter von der Bank entfernt. Zu weit, meint Schiedsrichter Klaus-Dieter Stenzel, der den ältesten Trainer der Liga aus dem Innenraum hinaus komplimentiert. Ein Mann sieht rot. Ich bin immer dabei, mit vollem Herzen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich an die Linie gehe oder nicht. Nur wenn der Schiedsrichter so einen Scheiß pfeift, wie er zum Teil gepfiffen hat, dann muss ich mich halt aufregen. Und dann lass ich mich auf die Tribüne schicken und setze mich gegen den Präsidenten. Übrigens kann man da oben viel besser sehen als unten. Udo Lattek, ein Meister der Zeichensprache, und Präsident Eichberg will ihm da in nichts nachstehen. Saarbrücken verzweifelt auf der Suche nach dem Ausgleich. Freistoß, Bernd Eichmann, der Innenpfosten und fehlendes Fortune. Doc, komm, Doc! Komm, rechter Fuß, komm! Der rechte Fuß von Wolfram Wuttke war gemeint, indirekter Freistoß. Wieder nichts, keine Belohnung für seine gute Leistung. Saarbrücken nur noch in Vorwärtsgedanken, Schalke wartete geduldig auf seine Chance. Eigenrauch, Michailovic, 3:1, das war's nach 89 Minuten. Wenig Chancen, trotzdem 3 Tore. Auswärts ist Schalke wesentlich abgeklärter als daheim. Noch einmal der Schlusspunkt von Radmilo Michailovic, vorbereitet von Eigenrauch. Und bei Dirk Froberg analysiert ein ehemaliger Schalker realistisch. Ich bin in Schalke groß geworden und klar, jetzt bin ich natürlich enttäuscht, gerade wenn man Schalke verliert, aber ich habe Schalke schon so außer Augen verloren und ich muss darauf bedacht sein, hier in Saarbrücken meine Leistung so fortzusetzen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Schüppchen drauf zulegen kann und wir kriegen noch mehr Sicherheit rein. Wir haben einfach zu viele junge Leute in der Mannschaft drin, die halt noch zu grün hinter den Ohren sind. Das heißt aber nicht im Negativen, aber wie gesagt, die brauchen noch einige Zeit. In der Sekunde der Niederlage hat es Peter Neururer die Sprache verschlagen, allerdings nur kurzfristig. Für Peter Neururer sollte es der Saisonhöhepunkt sein. 3:1 verloren, aber so wie ich den Trainer kenne, hat er seine gute Laune auch nach dieser Niederlage nicht verloren. Ich begrüße ganz herzlich in Saarbrücken Peter Neururer. Ja, hallo Herr Beckmann. Wie war es denn in der zweiten Halbzeit? Warum ging das nicht mehr so wie in den ersten 45 Minuten? Ja gut, im Prinzip ging es fast genauso. Wir sind natürlich so dumm gewesen und haben in einer entscheidenden Situation die rechte Seite aufgemacht. Und da ist ein Mann wie Ingo Anderburger natürlich sehr, sehr gefährlich und hat sofort den Ausgleich erzielt. Danach haben wir kurzfristig die Ordnung verloren. Ich muss allerdings sagen, dass meine Mannschaft auch in der zweiten Halbzeit sehr couragiert und engagiert nach vorne gespielt hat. Und wenn man die beiden Halbzeiten mal zusammenrechnet, wäre es durchaus möglich gewesen, dass meine Mannschaft dieses Spiel hier mit 5:3 möglicherweise gewinnt. Ich gehe mal davon aus, dass man die natürlich nicht alles mit Pech abtun kann, aber engagierter und couragierter können wir nicht spielen. Und Situationen, wie sie vom Tor immer wieder entstanden sind, die leider nicht zum Erfolg geführt haben, die kann man leider nicht trainieren. Da müssen wir warten, müssen wir Geduld haben. Und dann glaube ich eben, dass meine Mannschaft sich auf Dauer hier auch durchsetzen wird. Sie haben im Vorfeld immer gesagt, da gilt es noch so eine kleine alte Rechnung zu begleichen. Haben Sie denn Herrn Eichberg schon getroffen? Herrn Eichberg habe ich vor dem Spiel getroffen, nach dem Spiel natürlich auch, obwohl ich da versucht habe, dieser lächelnden Miene aus dem Weg zu gehen. Ich habe allerdings da Verständnis für, dass der Herr Eichberg lächelt. Ich habe heute allerdings hier gegen Schalke 04 gespielt und nicht gegen Herrn Eichberg. Die Schalker haben sich sehr, sehr sportlich fair verhalten. Das Gleiche muss ich auch zum Schalker Publikum sagen. So kenne ich eigentlich die Schalker. Das Gleiche muss ich dem Saarbrücker Publikum sagen. Ich muss sagen, die Saarbrücker haben uns bis zur letzten Minute unterstützt. Es war ein Aufeinandertreffen von 2 guten Mannschaften, die ein gutes Spiel gezeigt haben. Und auch ein Aufeinandertreffen von 2 sehr hervorragenden Fangruppen. Hat weder ich noch Herr Eichberg irgendwas mit zu tun. Herr Neururer, wie interpretieren Sie denn selber Ihre Nostalgie in Sachen Schalke? Was heißt Nostalgie? Ich bin irgendwo in der Gegend von Schalke aufgewachsen. Dass ich dann Schalker bin, ist vollkommen normal. Da haben selbst die Saarbrücker für Verständnis. Ich habe in Schalke sehr, sehr schöne Zeit miterlebt. Bin jetzt durch einen Rauschmiss von Herrn Eichberg nach Saarbrücken gekommen. Fühle mich in Saarbrücken wohl. Gebe für den Verein 1. FC Saarbrücken mit Sicherheit alles. Und dass ich natürlich gerade auf Schalke noch recht beliebt bin, ist normal. Insofern, weil Herr Eichberg mich entlassen hat in einer Situation, in der normalerweise andere Präsidenten diesen Vertrag, der bei mir ausgelaufen wäre, um 3 oder 10 Jahre verlängern. Herr Neururer, herzlichen Dank, dass Sie da waren.